Hallo Andi von Screenshot hier. Ja, heute möchte ich euch einmal die DVD-Box vom Saw zeigen. Nein, nicht irgendeine Komplettsammlung, sondern die Collector's Edition vom allerersten Teil. Meiner Meinung nach immer noch der beste Teil der ganzen Horrorreihe. In einer edlen Box, die mittlerweile auch ganz schön an Wert gewonnen hat. Ich habe eben gerade nochmal geguckt. Also diese Edition des ersten Teils liegt bei Amazon aktuell bei einem Kurs von 79,99, also fast 80 €. Ja, für einen Film, für den ersten Teil von Saw. Woran liegt das? Was ist daran so besonders? Die Collector's Edition vom ersten Teil ist sehr edel gemacht und man sieht es schon hier vorne. Ist einmal die Original-Kinofassung drauf. Dann ein wenig längere Director's Cut plus eine Audio-CD mit dem Original-Soundtrack und ein Booklet, was ein wenig über die Entstehungsgeschichte des ersten Teils verrät, weil der ist ja damals unter abenteuerlichen Bedingungen stand. Ist ja ein Low-Budget-Independent-Film, der mehr oder weniger privat finanziert wurde. So, ja, die Rückseite. Das Ganze befindet sich nämlich in so einem kleinen Schuber. Darin ist, und das ist halt dieses Hochwertige, das ist eine Hardcover-DVD-Box, was richtig geil gemacht ist und auch richtig gut aussieht. Und wenn man das Ganze dann so aufklappt, ja. Dann hat man hier die DVDs. Also einmal Saw die Kinofassung und einmal Saw den Director's Cut. Und hier hinten befindet sich dann eben noch die Soundtrack-CD. Ja, und eingearbeitet in diesem Hardcover ist eben das Booklet, was sehr schön gemacht ist. Am Anfang wird hier erstmal auf die DVDs nochmal eingegangen, was für Extras dabei sind. Also Musikvideo, Trailer, Kinofassung mit Audiokommentar, Interviews, Behind the Scenes, Features, Making of und so weiter. Dann die Trackliste von der Soundtrack-CD. Ja, und dann dieses Buch, was quasi die Geschichte der Entstehung des ersten Teils erzählt. Und das ist wirklich für Fans ein Muss. Man erfährt in zwar relativ kurzer Form, aber dennoch informativ alles, was man da wissen muss. Und das ist halt recht interessant, weil für James Wan war es der erste große Langfilm. Und wie man jetzt weiß, war es auch gleichzeitig sein großer Durchbruch. Das ist sehr schön gemacht mit Szenenbildern. Und da haben wir auch James Wan, den Regisseur des Films. Wie gesagt, wer damals das Glück hatte und zugeschlagen hat bei dieser Box, also wer sich den ersten Teil eben nicht als Standard-Edition geholt hat, sondern eben als Collectors-Edition, hat wohl einen guten Kauf gemacht. Wie gesagt, momentan bei fast 80 € ist der Amazon-Preis für Saw 1 Collectors Edition eine sehr schöne DVD.